Ja, das wäre Möglichkeit A. Ups, da kommen wir nicht durch. Aber es gibt noch eine bessere Möglichkeit, meines Erachtens. Ah, seht ihr, ich habe doch gewusst, da war doch irgendwo eins. Also bin ich nämlich da die ganze Zeit so zickzack gefahren und so komisch an den Bäumen entlang. Ne, Leute, es gibt nämlich eine andere Möglichkeit hier. Ich meine, die KI ist wie gesagt ein guter Schütze. Aber sie hat nicht das, was ich habe. Und ich rede nicht von Skills, ich rede von... Wo ist denn der Ausgang? Ich rede hiervon. So. Gib mir mal bitte... Beziehungsweise machen sie anders. I need ammo. Much appreciated. Ui! Hä? Thanks. Warum? Ist die andere einfach tot umgefallen, oder was? Ist das nicht auch ein Dude? Ja, ne? Nice work. Ja, der hat sich da versteckt, der Schlingel. Das Problem ist nämlich, dass der wahrscheinlich Molotow-Cocktails oder irgendeine Brandbombe oder so einen Scheißdreck auf uns geworfen hätte. Und das muss ja nun auch nicht sein. Okay. Das sieht sehr komisch aus. Das müssen wir unterbinden. Ja, der hat nämlich eine Armbrust und auf den Bolzen, das sind so Explosionsbolzen, glaube ich. Die können richtig gut nerven. Erstmal. Ich weiß nicht, wie das wäre, ups, wenn wir der Sheva ein Scharfschützengewehr geben. Ich weiß nicht, wie treffsicher sie damit ist. So, not. Na, den Typ, genau, den haben wir nicht gekillt. Der hat nämlich irgendeine Scheiße darunter geworfen. So. So. So, ein Turbo aktivieren mit X. Alter! Pisser. So, da ihr uns ja, ups, Gegenstände gehebt. Ups. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, Sheva. Wärst du so freundlich? Nicht, dass wir jetzt zu Bioshock auf einmal uns begeben. Hier war noch irgendeine Sache, oder? Ja, natürlich war ja noch was. Natürlich. Sehr schön. Oh, noch was. Gut. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Da sehe ich doch überhaupt kein Problem. Gut, dann begeben wir uns jetzt zum Tor. So, und für, vor dem nächsten Abschnitt würde ich
mal die Aufnahme unterbrechen. Wird es aber dann wahrscheinlich irgendwie geschickt schneiden. Danke. Nein, nein, nein! Ich wollte mich bedanken. Ach man, das haben wir davon, wenn man sich bedanken will, seht ihr? Deswegen bedanken sich wahrscheinlich auch so viele so selten. So. Jo. Genau, ich muss auf jeden Fall jetzt durch das Tor schon mal treten, weil sonst nämlich... Weil hier ist es ein bisschen blöd mit dem Speichern, weil der Checkpoint, der wäre dann irgendwann in der Mitte jetzt, das wäre doof. Das wollen wir nicht. Tafel des Schamanen. Tafel des Raubvogels. Und selbstverständlich der Tafel des... Der Tafel, wow. Die Tafel des Kriegers. So, dann drehe ich jetzt hier durch, dann kann ich speichern. Also speichern automatisch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So. Dann schauen wir mal, ne, was uns so erwartet. Erstmal ein Emblem. Oh, da sehen wir was. Also Schalldämpfer wäre jetzt cool gewesen, aber man kann nicht alles haben. So. Dann können wir vorsorglich uns unser Inventar mal so ein bisschen genauer anschauen. Thanks for the help. Danke. Nein. Ja. Ja. Nein! So. Warte mal, jetzt bin ich nervös. So. Okay, die würde ich gerne nehmen, tatsächlich. Gib mir eine Grenade. Take this. Much appreciated. Die Frage ist nur... Fragen über Fragen, Thanks. Gib mir mal die Eier. Beziehungsweise... Ich behalte mal das eine Ei. Dann nehme ich nämlich das eine, du kannst das andere essen. Na, ihr seht schon, die geben nicht wirklich viel. Das sind auf keinen Fall 25%, das sind vielleicht 10 oder so. Na, das kannst du behalten. Wenn wir vielleicht brauchen... Ach komm, ich nehme das andere Ei auch. Thanks. So. So. Wie jetzt einfach so. Ich find's lustig. So, okay. Also den Raketenwerfer gebe ich ihr nicht, weil ich ihr da nicht traue. Nicht, dass ihr auf einmal auf die glorreiche Idee kommt, den Raketenwerfer um sich zu schießen. Das wäre ja, ne, nicht so doll. So. Kontrollpunkt. So, da sehen wir etwas. Das sieht nach einer Magnum aus. Der erste Impuls wäre natürlich jetzt hinzurennen und die Magnum zu holen, aber wir lassen das erstmal. Man weiß ja nie, ne? So, Pistolenmission können wir gebrauchen, denn die Scheibe hat nicht mehr allzu viel. Mache ich jetzt ernst diesmal. Wobei ich sonst noch meine Späßchen über die Munition hier mache in dem Spiel, aber in dem Fall. Ja, es hat Ähnlichkeit natürlich auch mit dem Dorf zu Beginn von Resident Evil 4. I owe you one. Ach so. Einmal, zweimal. Ah, die Granate ist doch übersetzt. Thanks. Man weiß ja nie, ne? So, hier kann man rein. Das ist... Ist das das mit der Leiche? Ja, ist das mit der Leiche. Hier geht es hoch. Da geht's auch rein. Okay, das ist gar nicht mal so gut. Come on, Roger. Wo willst du hin? Take it. Okay. Come on, Roger. Okay.
Wir ziehen uns erstmal hier zum Eingang des Dorfs zurück, würde ich sagen. Schauen wir, was uns jetzt hier alles verfolgt. Okay, das ist ein riesiger Maschini. Okay, wir warten, bis noch mehr aufeinander rumhocken. Ups, falsche. Oh, zwei. Warte. Na, zwei muss natürlich auch nicht sein, ne? Upsi! Warte! So, einmal dran vorbei, Schäfer. Hab ich noch... Ja, ich nehme die Magnum jetzt, komm. Jetzt habe ich immer auf dem Schirm gehabt. Oh, nerv mich doch nicht. Ja, dann beeil dich mal. Bitte. Na, natürlich ist er noch nicht tot. Ich glaube, die können wir von außen nichts anhaben jetzt, ne? Oh, oh! Nein! Scheiße. Warte! Na, oh, danke, Sheva. So, ich höre da schon wieder... So, die Magnum. Alle Munition, die wollen wir natürlich nehmen. Oh, eine Granate, noch besser. Warte, lass mich mal durch. Ist gleich nichts Granatiges mehr. Wir gehen mal in die Hütte. Ah. Das ist gerade alles ein bisschen behäbig. Aber ich habe, wenn wir hier oben sind, eine Idee. Das war, glaube ich, zu früh. Oh, wobei. Ich habe den einen noch erwischt. Aha. So. Auch noch runter. Ja. Genau. So, du Arsch. Jetzt bist du mir ausgeliefert. Scheinbar gibt es ihm eine? Nein? Scheinbar gibt es. Ach, die hat ja die. Ist der tot? Geil! Warum ist der tot? Okay, das tangiert ihn nur so minimal. Der Kopfschutz ist übrigens. Also diese Maske ist übrigens. Komplett kugelsicher. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht auf den Kopf schieße. Ach du Scheiße. Okay, Plan B. Ui, er ist tot. Mit eurer Sprengscheiße, ey. Pisser. Bäm. Warum? Nein, 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 nein. Ey, ich hab den so... Also meiner Ansicht nach so oft getroffen. Ich habe nichts Granatiges mehr. So, Scheibe, geh doch bitte mal Rückendeckung. Bin ich dir sehr verbunden. Take it. Okay, hinter uns ist... Ist nix, tatsächlich. Hui. Hallo? Nein, nein, das willst du doch gar nicht. Genau. Oh, war doch lustig.
Und dank Shevers beherztem Eingreifen haben wir volle Energie. Was will man denn mehr? So, wir haben die Magnum in Aktion gesehen. Die hat jetzt erstmal noch nicht so viel gebracht. So, erstmal unten alles abklappern, dann gehen wir mal nach oben. Ja gut, Munition muss ich jetzt alles nehmen. Glaube ich. Take it. Okay. Fallen Unmengen an Pistolenmunition. Ach, okay, da geht's da lang, verstehe. Ich erinnere mich dunkel. So, das war das Tor. Untersuchen. Schon wieder eine Sackgasse, nicht zu fassen. Die Kommentare zwischendurch sind immer so geil. Ja, die blauen Mysterium-Dinger, die immer hinterlassen, die habe ich gesammelt. Ja, also die riesigen Magini sind jetzt nicht so das Problem. Weiß nicht, klar können die nerven, aber ihr habt ja gesehen, Schrotflinte, dann geben wir denen eine. Take it. Roger. Und dann ist gut. Take it. Okay. So, die beiden Sachen will ich erst nochmal liegen lassen, tatsächlich. Shever. Okay, sie wollte es also nicht liegen lassen, okay. Gut, sie ist eine eigenständige Frau, was soll ich machen? Also ich meine, hat ihren eigenen Willen. Und ja, wenn sie die Magnum-Munition nehmen möchte, dann nimmt sie halt. Da sind uns dann die Hände gebunden. Okay, Problem ist aber jetzt, ich kann nichts mehr nehmen und die Shever auch nicht. Kurbel. Ja. Achso, dann geht nämlich die über die Brücke runter. Oh. Himmelkäfer runtergelassen. Das Tor geht nicht auf. Es ist von der anderen Seite verriegelt. So, lasst mich mal gucken, was hier Sache ist. Also. Gut, da können wir Abhilfe schaffen. Much appreciated. Danke. Ich lade die ganzen Geschichten mal nach, hier egal. So, also. Thanks. Die würde ich gerne wegwerfen. Eine. Danke. Eine wollte ich haben. Ach Mann. Gut, dann machen wir was anderes. Ich brauche Ammo. Take this. Thanks. Wow. So, jetzt gib mir bitte die eine. I need ammo. Take this. Thanks. Danke. So. Weg. So, bitteschön. Jetzt haben wir zwei. Thanks. Zwei Slots. Sonst noch irgendwas? Nö. Gut, dann aktivier du mal die Kurbel, bitte. Shever. Roger. I'll turn this crank. You head towards the bridge. Ja. Das klingt nach dem Plan. Wobei ich gerade. Ist egal, wir kommen ja gleich zusammen dahin. Ist ja egal. Läuft ja nicht weg. Und wir haben noch ein rotes Kraut in der Hinterhand. Nein, hier lang. Keine Gegner. Okay, überrascht mich. Aber im positivsten aller. Oh! Oh! Bleib mal stehen! Warte! So. Ein heißes Ei. Hä? Nehm ich. Ha! Ein braunes Ei. Okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Scheiße. Gut, ich wollte ja ein braunes Ei haben, jetzt habe ich eins.
Hallo. Ja. Problem. I need ammo. Take this. Thanks for the help. Nein. Ich wollte es bitte tauschen. I need ammo. Use this. Much appreciated. Okay. Weiter geht's. Okay, grünes Kraut und haben wir das rote. Ja, und jetzt geht's nämlich hier komplett los mit der absolutesten aller Knappheiten hier.